Kinvara 14. Ein bisschen zu viele Updates bekommen. Das erste Mal, als ich Kinvara 14 gesehen habe, schon ein bisschen leer geschluckt. Also im Vergleich zu den Vorgängern deutlich höhere Zwischensäule bekommen. Ja, nicht ganz unerwartet. Der Markt bringt ja das aktuell sehr stark mit den neuen Zwischensäulematerialien, um es jetzt eigentlich hinbekommt, den Schuh leicht zu machen, aber gleich sehr gut dämpft. Ist der Kinvara auch von dem nicht, sag jetzt mal, verschont geblieben. Also, man hat den Schuh 3 mm hoch gemacht, der das deutlich mehr dämpft als die Vorgänger. Deswegen spiegelt sich aber ganz deutlich beim ersten Gespür, schon wenn du nur reinschläufst, aber auch beim Säckeln. Der Schuh verliert das eigentlich eine Eigenschaft, die er bis jetzt immer gehabt. Also, früher bist du reingestanden, du hast den Boden gespürt, du hast eigentlich genau gemerkt, was unter dir passiert. Nicht, dass es hart oder dass es direkt ist, aber du hast halt immer genau gewusst, was du bist und hast ein sehr dynamisches Laufgefühl gehabt. Wenn jetzt die Schuhe reinschläufst, ist es ein bisschen anders. Also, zusammen mit der neuen Höhe und dem Rocker fühlt sich der Schuh nicht mehr ganz so flexibel und dynamisch an wie noch seine Vorgänger. Ja, jetzt ist das ein Vor- oder ein Nachteil. Das ist noch schwierig zu beantworten. Das musst du ausprobieren und spüren, wie es dir tut. Ein Vorteil kann man dem sicher abgewinnen. Aber wie gesagt, mehr Zwischensohle, gleich mehr Dämpfung. Also gleich wie in den Wettkampfschuhen. Weniger Schläge um den Körper. Durch das schnellere Regeneration oder weniger Belastung. Und der grosse Unterschied, gerade wenn man die Schuhe anschaut, das ist er plötzlich auch gerockt. Er hat weder Carbon noch Fiberglas irgendwie in seiner Konstruktion. Also im Vergleich zu den Wettkampfschuhen auf dem Markt ist der Schuh dann doch immer noch sehr dynamisch und flexibel. Seine Anpassung ist für mich noch ein mehr Richtung Trainingsschuhe, Leichtgewichtstrainingsschuhe gerutscht und vielleicht ein weniger Richtung Wettkampf. Obwohl sich auch dort eigentlich behauptet, weil man fast schwierige, leichte Wettkampfschuhe findet, die kein Carbon hat. Also durchaus eine Alternative, aber sicher ein bisschen mehr in den Trainingsbereich gerutscht, aus meiner Meinung heraus. Jetzt, wie hat man das geschafft, den Schuh, der mehr Zwischensohle hat, plötzlich immer noch leichter zu machen? Verschiedene Wege. Erstmal das Zwischensohlenmaterial wird leicht adaptiert. Es ist noch ein bisschen leichter geworden. Und wenn man es genau anschaut, ist die Zwischensohle, ja, vielleicht auch wieder ein bisschen griffiger. Immer die Diskussion, wie viel Gummi ist drauf oder nicht. Aber man hat ein bisschen tiefere Kerben. Das gibt natürlich auch Gewicht. Also man hat da schon mal reduziert. Und der grösste Unterschied ist sicher das Obenmaterial. Also noch die Vorgänge von Kinvara sind immer schon leicht und ein feines Obenmaterial. Aber jetzt bei diesem Modell ist hier sehr viel gegangen. Man hat ein Sockenmaterial, das eigentlich entspricht, praktisch wie einem Endorphin Pro, also der Top-Serie von Saucony. Sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht. Im Gegensatz zu den Carbon oder zu den Top-Wettkampfschuhen ist aber wie eine zweite Layer noch drin. Also man hat schon noch ein bisschen mehr Komfort, aber durch die Anpassung haben wir natürlich extrem Gewicht reduziert. Ein gutes Beispiel, wie das zu zeigen, ist zum Beispiel die Zunge. Also die Zunge ist ein Hauch von nichts. Und damit es dann gleich noch ein bisschen komfortabel ist, hat man noch so ein feines, weiches Zwischenteil, in das nicht auf den Riss drückt. Also sehr, sehr viele Updates zum Kinvara 14. Nach wie vor ein spannender Schuh. Nicht ganz das gleiche, wie es auch schon gesehen, aber in der Marktlandschaft, also heute die Schuhe bewegen, immer noch ein super spannender Leichtgewichtstrainingsschuh. Also für den, der vielleicht den Marathon nicht in einem Carbon-Schuh will oder kann oder mal säckeln, aber gleich schon ein bisschen zügig unterwegs ist, der vielleicht eher Laufeinsteiger, der noch nicht einen Wettkampfschuh laufen kann, und dann ist es noch so ein bisschen herausfordernd, einen Wettkampfschuh zu nehmen, wenn nicht ein Carbon-Schuh ist, hat da schon eine wunderbare, leichte Variante, um mit diesen Schuhen zu starten. Also, nach wie vor Berechtigung, kleinen anderen Schuh, sicher eher im Thema Flexibilität und Bodenkontakt verloren, dafür in der Dämpfung gewonnen.